Hey, ich bin Jan von Running Culture. Heute geht es um das Thema Nike Shield. Und zwar haben mich meine Freunde von Color Sports darum gebeten, euch das Pack mal genauer vorzustellen. Mit dabei sind Bekleidung und natürlich der Pegasus 38 in der Shield-Version. Ich wünsche viel Spaß beim Video. Starten wir mit dem Nike Thermafit ADV Longsleeve. Der kann so als Base bzw. Middle Layer in der Kollektion angesehen werden. Als Material kommt eine Mixtur zwischen Wolle und Polyester zum Einsatz, was auch ein bisschen angeraut ist, was super auf der Haut liegt und natürlich in erster Linie Wärme bringt. Als Schutz hat der Longsleeve einen erhöhten Kragen und eine Kapuze, um einfach da im Kopfbereich oder den Nacken halt vor der Kälte zu schützen. Ähnliches Prinzip haben wir an den Ärmeln, und zwar haben wir hier so eine Art Fäustlinge, die sich überstülpen lassen über die Finger, damit auch diese vor der Kälte geschützt sind. In der Kombination mit dem Laufshirt empfehle ich es, den Longsleeve als oberste Schicht zu tragen, bis zu Temperaturen bei ungefähr 10 Grad. Wenn es kälter wird, macht es Sinn, den mit einer entsprechenden Weste zu kombinieren. Mit der Thermafit ADV Reaper Laufweste erhalte ich nochmal einen zusätzlichen Schutz vor Nässe, dass sie wasserabweisend ist, und natürlich einen Booster an Wärme durch die Daunenfedern, die hier verarbeitet sind. Das zieht sich über den kompletten Vorderbereich und noch dezent im Rücken. Falls einem doch mal zu warm wird, gerade wenn man die Weste bei einer intensiven Einheit trägt, dann kann man hier ganz einfach über Reißverschlüsse Belüftungsfelder halt aktivieren. Das gleiche haben wir auch im Rückenbereich. Kann man einfach runterziehen und zack, hat man ein Belüftungsfeld. Was man hier ganz gut sieht, sind die Bändel. Und zwar kann ich das auch ganz einfach mit Handschuhen öffnen. Du musst nicht groß rumfummeln, weil mit Handschuhen hat man natürlich ein bisschen weniger Fingerspitzengefühl. Außerdem habe ich an den Seiten noch Taschen, die auch wieder mit den Bändeln verarbeitet sind, um halt hier auch schnell Zugriff aufs Handy zu haben oder einen Schlüssel zu verstauen. Einen ähnlichen Aufbau wie die Laufweste besitzt auch die Thermafit ADV Repel Laufjacke. Hier hat Nike auch wieder die Daunen verarbeitet für eine gute Wärmeisolierung. Außerdem sitzt es auch die Reißverschlüsse, damit man eine gute Belüftung bekommt. Die Arme sind auch leicht gefüttert. Und ganz cool ist hier der Abschluss, der hat so einen Gummizug dran. Das heißt, hier zieht auch keine kalte Luft unter die Jacke drunter, was eben von innen auskühlen könnte. Zusätzlich besitzt die Jacke eine Kapuze, die ich einfach aus dem Kragen über den Reißverschluss öffnen kann, und habe hier nochmal Schutz vor Nässe. Beide Dinge lassen sich halt super kombinieren mit dem Longsleeve. Ich empfehle halt die Weste in Verbindung mit dem Longsleeve bei Temperaturen, ja, 5 Grad ungefähr, oder wenn ich halt Tempoeinheiten läufe, weil dann habe ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Trotzdem eine wärmende Schicht im Oberkörper. Bin ich entspannt unterwegs, also ist es noch kälter draußen, dann ist die Kombination zwischen Longsleeve und Laufjacke optimal, weil da habe ich am meisten Wärme und vor allem Schutz. Wer sich noch ein bisschen mehr Wärme und Schutz am Hals wünscht, für den macht es Sinn, auf den Neckwärmer zu setzen. Und zwar hat Nike da zwei Varianten aktuell im Angebot. Nummer 1 wäre so ein klassischer Röhrenschal, hier aus dem Thermafit-Material, was auch ein bisschen angeraut ist, was sich angenehm auf der Haut trägt und schön wärmt. Und hier habe ich auch die Option, das über die Nase zu ziehen, um halt da auch vor kalter Luft sich zu schützen. Option 2 wäre diese Variante. Den ziehe ich auch einfach über den Kopf und habe sozusagen auch hier, dass die Seitenteile bis über die Ohren gehen. Und ganz cool sind hier vorne die Aussparungen. Und zwar sitzen die oberhalb der Nase und am Mund und kann daher auch noch angenehm atmen, aber trotzdem vor kälteren Temperaturen optimal geschützt. Natürlich braucht es auch die entsprechende Laufhose, wenn ich im Winter draußen angenehm Kilometer sammeln möchte. Dafür hat Nike die Stormfit ADV Running Division Laufhose im Sortiment. Und man hört es schon ein bisschen, die Hose besitzt eine Membran, was vor Wind und Wetter schützt. Außerdem sind die Nägel versiegelt, das heißt, auch da kommt keine kalte Luft rein. Falls eines dann doch mal zu warm wird beim Laufen, dann besitzt die Hose, ähnlich wie die anderen Oberteile, Reißverschlüsse an den Seiten, die ich einfach aufziehen kann und bekomme hier eine Durchlüftung. Das heißt, ich kann die Hose auch allgemein mal zum Drüberziehen nutzen, wenn ich zum Beispiel zum Workout fahre. Ja, sonst besitzt die Hose typische Taschen an den Seiten und natürlich auch hinten, um Schlüssel oder Smartphone verstauen zu können. Nike hat natürlich auch ihre Laufschuhe für den Winter startklar gemacht. Mit dem Zusatz Shield im Laufschuhnamen sieht man, der Schuh ist bereit für die kalte Jahreszeit. Beispielhaft haben wir hier den Nike Pegasus 38 Shield. Der Upper besitzt eine Membran, das heißt, hier kommt kein Wind durch oder keine Nässe rein. Zusätzlich ist die Zunge erhöhter angenäht, das heißt, auch über den Schaft gelangt nichts in den Schuh, was nicht reingehört. Auch das Innenfutter ist angeraut und ein bisschen verstärkt. Das bringt nochmal wesentlich mehr Wärme, auch wenn es draußen richtig kalt ist. Und natürlich die Sohle wurde überarbeitet. Hier besitzt der Gummi wesentlich mehr Grip als die Variante
für den Sommer und man hat somit einen besseren Halt beim Laufen. Das war die Nike Sheet Kollektion. Ich hoffe, du konntest heraushören, was die Produkte auszeichnet und wie man sie am besten kombinieren kann. Falls du noch Fragen hast, dann einfach in die Kommentare damit. In der Videobeschreibung verlinke ich dir natürlich auch die Produkte im Keller Sports Online Shop. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass bitte ein Like da und abonniere den Kanal und bis bald.